Wir haben heute die Exkursion hier im Berg gestartet. Sie sind ja ehrenamtlicher Stadtführer hier im Berg. Was gibt es für die Gäste alles zu sehen? Zuerst einmal herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich war eigentlich sehr angetan, dass euch ihr so interessiert habt dafür. Unser Erdstall, unsere Kultur, Naturerlebnisräume und unser Steinbrecherhaus oben. Und ich glaube, wenn ihr mit Gästen kommt, dass alle vom Berg sehr begeistert sein werden. Das Besondere an der Berger Geschichte ist die Mühlsteinproduktion. Das war Grundlage, die wirtschaftliche Grundlage über Jahrhunderte hinweg. Und das ist auch ein Hauptthema im Heimathaus Stadtmuseum. Natürlich auch die lokale Geschichte, aber das Heimathaus hat sich in letzter Zeit auch zu einem Regionalmuseum entwickelt. Und wir haben voriges Jahr das Österreichische Museumsgütesiegel bekommen. Das haben auch ganz wenige. Wir sind im Heimathaus in Nahen. Wann kann man hier das Haus besichtigen, beziehungsweise was sieht man alles im Heimathaus? Wir haben so Öffnungszeiten in dem Sinn von Mitte April bis Ende September in etwa. Und ja, freuen uns, wenn Gruppen zu uns kommen und das Haus besichtigen wollen. Im Heimathaus haben wir einen kleinen Ausstellungsraum, ein kleines Museum, beziehungsweise zwei Räume, wo wie die Leute früher gewohnt haben. Die sind noch im ursprünglichen Zustand erhalten. Das Haus ist 1796 errichtet worden und wir haben den Verein Kulturverein Forum Nahen im Jahr 2012 gegründet und 2014 war dann die offizielle Eröffnung wieder. Ihr seid seit 3 Jahren hier sehr fleißig unterwegs, die Ruine zu sichern, für die Nachwelt eben aufzubewahren. Was kann sich jetzt ein Besucher, ein Gast hier anschauen und zu welchen Öffnungszeiten? Anschauen kann er sich einmal die ganze Anlage außen rundherum. Wenn jemand da ist, sprich wenn gearbeitet wird und jeden zweiten Samstag ist die Ruine geöffnet, und kann also auch von innen besichtigt werden. Auffällig oder interessant sind der Aufgang mit den 3 gotischen Bögen, dann der Burghof, der wirklich in seiner Größe fürs Mühlviertel fast einmalig ist, dann noch Reste der Kapelle und der Sakristei. Interessant, weil eines von den ältesten Teilen ist der Keller und der Brunnen und was als Attraktion sicherlich ab nächstes Jahr dazukommt, ist der Turm. Beim Turm sind wir derzeit dabei, die ersten Vorbereitungsarbeiten zu tätigen, um eine BG-Machung 2017 zu gewährleisten. Heuer feiern wir ein 3-Tages-Fest, also ein Mittelalterfest, wo wir also kein elektrisches Licht auf der Anlage haben werden. Ich lade jetzt schon ein, diese Feier, insbesondere auch während des Tages, interessant für Familien mit Kindern zu besuchen. Wir sind hier bei dir am Wanderreithof Heimelsteiner. Was bietest du deinen Reitern, die hier herkommen zu dir?
Ja, wie der Name schon sagt, Wanderreithof. Das nehmen wir bei uns, da ist im Wanderreiten und bieten eben das Wanderreiten für Gäste an, mit eigenem Pferd oder auch mit Leibpferde von uns. Wir haben am Hof da 22 Pferde, 7 Einsteller und die anderen sind im Wahnsinn ein Wanderreitpferd. Und mit denen ist eben das möglich, die Landschaft im Mühlviertel zu erkannten. Du bist ja ein richtiger Leitbetrieb hier und baust gerade kräftig aus. Wir sind jetzt mitten dabei, haben im Jänner gestartet, eben mit einem neuen Projekt. Und zwar möchten wir ein Erdhausdorf bauen. Und da sind wir jetzt gerade beim ersten Bauabschnitt und dann eben das Erdhausdorf dazu. Das Erdhausdorf kann man sich so vorstellen, wie es fast in jedem Gebirgsdorf jetzt ein Blockhausdorf gibt oder auch da Müffel schon etliche gibt, ist das Ganze unter der Erde. Und schaut eben wirklich nur die Front aus und sind so kleine Wohneinheiten eben, aber nicht zur Dauervermittlung, sondern auch für Reitgäste und zum Naturgenießen. Wir sind jetzt bei unserer Tourismusexkursion auf der Burg Kreuzen angekommen. Was erwartet die Gäste, die hierher kommen? Ja, die Gäste erwartet die Verbindung zwischen alt und modern. Jugendtourismus ist für uns in der Region ein ganz wichtiger Aspekt. Wir möchten haben, dass junge Leute zu uns kommen, um sich die Region anzusehen und zu schauen, was gibt es da Interessantes. Und die Burg verbindet eine alte Burg mit einem zeitgemäßen Wohnen. Und das ist für Jugendliche ganz, ganz wichtig. Und der Erfolg der letzten Jahre zeigt uns, dass das sicherlich sehr viele Impulse für die Zukunft geben kann. Erwartete Besucher, wenn sie hier auf Schloss Kreimburg kommen? Ja, Schloss Kreimburg ist das älteste Wohnschloss Österreichs, ist bis heute im Privatbesitz der Familie Sachsen, Coburg und Gotha. Und es erwartet sie ein wunderschöner Renaissance-Arkadenhof, ein beeindruckendes Diamantgewölbe, eine ebenso wunderschöne, einzigartige Sala Terrena und das Herzstück des Schlosses, der große Rittersaal mit der Kapelle. Was können Gäste, Radlfahrer, Besucher, die zu dir herkommen, alles anschauen und genießen? Bei uns am Radlerbauernhof Moser, da wird die Kulinarik mit dem guten Most aus unserer Region verbunden und am Abschluss kriegt man noch einen super Edelbrand, den was wir selber, wie man da gerade sieht, selber erzeugen und das ist eigentlich das Hochwertigste, was man am Edelbränden machen kann. Ihr räumt ja immer ziemlich ab, wenn es Medaillen für eure Produkte zu vergeben gibt. Die bekannteste Bewertung ist die Abhofmesse in Wieselburg, wo wir eben 2015 den Produzenten des Jahres von Österreich gemacht haben. Das sagt, wir sind von Most, Saft und Edelbrände werden da bewertet und da waren wir der beste Betrieb von Österreich. Und heuer haben wir wieder sehr gut abgeschnitten mit 9 Goldmedaillen, 5 Silber und 3 Bronzemedaillen. Also wir sind sehr zufrieden mit unseren Produkten und unsere Gäste schätzen das auch sehr. Hannes, du bist extra aus Linz angereist heute, um mitzufahren. Sehr, sehr schön, freut mich sehr. Wie hat dir der Tag gefallen so heute? Ja, es war ganz toll. Ich habe mir schon gedacht, ich kenne viel im Strobengau, aber es sind wieder ein paar ganz tolle Plätze dazugekommen und ich habe wieder sehr viele nette Leute kennengelernt. War ganz klasse. War ganz eine tolle Sache. Also ich war ganz begeistert, dass man einfach so viel von der Region sieht. Also mir hat es recht gut gefallen. Wir haben viele interessante Geschichten über die verschiedensten Sehenswürdigkeiten gehört. Ich muss sagen, was man in der Region alles sieht, man weiß ja das alles gar nicht, wenn man auch von der engeren Umgebung ist.
und ich war wunderbar beeindruckt. Ich war jetzt ja voriges Jahr bei uns im Kaolinum und dann wollte ich mir das heute anschauen und ich bin begeistert. Ich war sehr beeindruckt, vor allem, wenn man die Leute kennenlernt, die hinter die Projekte stehen. Dieses Ehrenamt und diese Power, die die Leute einstecken, macht richtig zuversichtlich für die Entwicklung unserer Region. Mir hat es sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, wenn vom Tourismusverband jemand bei uns vorbeikommt, ich werde sicher darauf hinweisen, so manche verschiedene Attraktionen sich anzuschauen. Ich bin aus folgendem Grund mitgefahren, damit ich den Gästen bzw. den Einheimischen einen Überblick verschaffen kann, wie schön die Gegend ist und welche Schätze und Kostbarkeiten das wir haben und was wir an Attraktionen bieten können. Ich freue mich schon wieder auf nächstes Jahr. Es ist einfach ganz toll zu sehen, was unsere Region zu bieten hat, sowohl auf der betrieblichen Seite, aber auch vor allem auf der kulturellen, auf der Besichtigungsseite. Also es gibt so viele Aspekte, die man da sehen kann. Von der Ruine, die gerade jetzt wie Spielberg saniert wird und dort also geschaut wird, dass das erhalten bleibt, bis hin zu dem Jugendtourismus, den wir hier erleben auf Burg Kreuzen, aber auch natürlich die musealen Themen, die wir in der Region haben. Also ganz, ganz toll. Und ich kann jeden nur einladen, zu uns zu kommen. Es gibt viel zu sehen.